Ein schnelles Orakel für dich von der Strandpromenade, der Orakelnixe für genau jetzt, zu diesem Zeitpunkt, an dem du zu diesem Video geführt wurdest. Welche Energien schweben derzeit im Universum für dich über meine Strandpromenade? Das Hauptthema, die Mäuse. Hast du vielleicht einen Durchhänger? Hast du nagende Gedanken? Hast du Kummer, Sorgen, vielleicht auch Ängste, einen Zwiespalt? Oder es geht dir langsam die Puste aus? Was sagen die Seelen dazu? Lebe leicht und spielerisch und höre auf die Stimme deines inneren Kindes. Ja, welche Problematik hast du noch in dir? Die Kindthemen sind ja nicht nur negativ, sondern auch positiv. Schau genau hin. Hole das Negative heraus, bearbeite es, lege es dann bearbeitet im geschlossenen Buch in deine Gedankenbibliothek. Dann, was haben wir noch erweitert dazu? Was könnte es denn noch für ein Thema sein? Der Turm, der Leuchtturm. Du darfst hier in deine Strahlkraft kommen, in die Stabilität. Etwas, was gewackelt hat an deinen Gemäuerchen. Ein Stürmchen kommt mir hier so rein mit den nagenden Gedanken, mit dem Mäuschen. Ja, irgendwie war hier eine komische Energie unterwegs. Entweder du hast dich zurückgezogen oder dich eben von einer Sache distanziert, weil dich vielleicht irgendetwas angetriggert hat, vielleicht ein inneres Kindthema. Es könnte sein, dass die Meerjungfrauen, die Korallenweisheit, Koloniezartheit, Zerbrechlichkeit, Werke, die über einen langen Zeitraum hinweg entstehen. Ja, das hier, Ängste, Sorgen, Zweifel über einen längeren Zeitraum immer wieder gefüttert wurden. Du darfst genau hinsehen, wo ist das Pudelskern, wo ist die Ursache für die Reaktion, Aktion oder eben auch den Rückzug von dir auf bestimmte Themen oder bestimmte Reaktionen von jemanden, die dich immer wieder antriggern und du vielleicht die Flucht ergreifst oder eben auch unsicher wirst. Du darfst mehr in die Stabilität kommen, so wie dieser Leuchtturm. Ja, und wir haben hier noch die Wolken, auch das Hin- und Hergerissensein. Einmal weibliche Energie, einmal männliche, Yin und Yang, Ebbe und Flut, Sturm und Flaute. Etwas in Balance bringen ist hier angesagt und jetzt schauen wir, was wir noch dazu bekommen. Ja, auch hier nochmal Balanceakt. Du darfst genau hinsehen, wie bekommst du hier etwas in Balance, vor allem dein inneres Kind, deine inneren Themen, deine Unsicherheit herauslassen. Du darfst die Fülle empfangen, auch du darfst hier glücklich sein. Ja, raus aus den schweren Gedanken, dass bei dir immer alles schief geht. Geh rein und sag, so Universum, ich bestelle mir jetzt Glück und ich bestelle mir jetzt eine Schatztruhe mit Gold oder. Ihr wisst, was euch am Herzen liegt, auf der Seele brennt. Ja, wünscht es und glaubt fest daran. Stellt es euch bildlich vor eurem dritten Auge vor, schließt die Augen und denkt und fühlt, spürt hinein, wie es sich denn anfühlen würde, wenn es denn so wäre, wenn es auf dich zukommt. Also sei vorbereitet, wenn es wirklich geschieht. Nicht denken, ach, es wird ja sowieso nichts, denn so stornierst du deinen Wunsch ans Universum. Also, bleib in deiner Kraft oder komm wieder in deine Kraft, in deine Ausbalanciertheit. Schau genau, was bremst dich aus? Warum glaubst du nicht an dich und an die Fülle und das Glück? Du darfst hier etwas heilen, etwas, was über einen längeren Zeitraum dich zerbrochen hat. Alles Liebe, deine Orakelnixe.